Hallo zusammen, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie unabhängig vom DATEV-Scan-Modul und DATEV-Belegtransfer Belege an Unternehmen online übermitteln können. Zum einen können Sie mit Ihrem Smartphone Belege abfotografieren und hochladen. Und zum anderen können Sie direkt über Unternehmen online Belege hochladen. Starten wir mit dem Upload über Ihr Smartphone. Hierfür benötigen Sie zum einen die App DATEV Smart Login und die Zugangsdaten für den Smart Login, welche Sie von Ihrem Steuerberater erhalten. Haben Sie den DATEV Smart Login noch nicht auf Ihrem Smartphone eingerichtet? Kein Problem, dann schauen Sie sich zuerst doch bitte unser Schulungsvideo zur Einrichtung eines Mac-PCs an. Wenn Sie die App Upload Mobil öffnen, melden Sie sich im ersten Schritt oben rechts über den DATEV Smart Login an. Anschließend starten Sie auf der Seite Dokumente. Hier klicken Sie unten rechts auf das grüne Plus und haben nun die Wahl zwischen Foto aufnehmen, Foto importieren und letztes Foto hinzufügen. Wenn Sie die Belege fotografieren möchten, wählen Sie Foto aufnehmen. Die Funktion startet im Automatikmodus. Sobald eine Rechnung erkannt wurde, löst die Kamera aus. Nun öffnet sich eine Vorschau. Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Seiten hinzuzufügen oder über Weiter die Rechnung Ihrem Unternehmen und Belegtypen zuzuweisen. Auf der Seite der Dokumente können Sie die Rechnung über die Wolke an Unternehmen online übertragen. Sollten Sie sich einmal bei den Belegtypen vertan haben, können Sie diesen problemlos in Unternehmen online ändern. Außerdem empfehlen wir in den App-Einstellungen, den Standardfilter auf Schwarz-Weiß zu ändern, um Speicherplatz zu sparen. Mithilfe der App Upload Mobil können Sie jederzeit unterwegs Ihre Belege direkt an Unternehmen online übertragen. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, Belege an Unternehmen online zu übertragen, und das wird direkt innerhalb der Anwendung Unternehmen online gemacht. Wenn Sie auf der Startseite der Belege sind, können Sie hier über Belege scannen, hochladen, Ihre Rechnung direkt in die Cloud laden. Wenn Sie im Dokument Upload online angekommen sind, wählen Sie im ersten Schritt den Dokumententyp aus, zum Beispiel den Rechnungseingang. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, Belege entweder über das klassische Dateiladen oder per Drag and Drop hochzuladen. Um das Drag and Drop zu nutzen, suchen Sie sich Ihren Beleg lokal, markieren ihn, halten ihn gedrückt und ziehen ihn hier in den grauen Bereich hinein. Wenn Sie jetzt den Beleg loslassen, wird er in der Zwischenablage kopiert. Erst wenn Sie auf das Dokument übertragen gehen, werden die Belege an Unternehmen online übertragen. Wenn die Belege hochgeladen wurden, haben Sie unterhalb der Aufstellung von den zuletzt übertragenen Belegen die Möglichkeit, über den Button Dokumente bearbeiten direkt auf die Startseite der Belege zu wechseln. Damit Sie die soeben hochgeladenen Belege auf der Unternehmen online Oberfläche weiterverarbeiten können, schauen Sie doch bei unseren Videos zur Belegbearbeitung Standard oder Belegverarbeitung erweitert vorbei. Wir sehen uns!